Nicht nur 3, sondern 19 Chinesinnen und Chinesen sind mit ihrem Kontrabass nach Ludwigslust gekommen. Und mit ihnen auch Amerikaner, Briten, Finnen und Italiener. Insgesamt 52 Nachwuchskontrabassisten aus 23 Ländern zum internationalen Johann Matthias Sperger-Wettbewerb. Einer von ihnen, der Lette Oskars Bokanovs. 3 Werke aus verschiedenen Stilepochen stehen für die Teilnehmer beim öffentlichen Vorspiel auf dem Programm. Eines davon ist ein extra für den Wettbewerb komponiertes Stück eines zeitgenössischen Wiener Komponisten. Erst vor 6 Wochen haben die jungen Musiker die Noten erhalten. Auch die Jury ist international zusammengesetzt. Es sind preisgekrönte Spitzensolisten und Pädagogen für das 25 Kilo schwere Instrument. Natürlich erstmal schauen wir auf die technischen Fähigkeiten, ne? Und natürlich Intonation oder ganze bogentechnischen Dinge. So, wenn das stimmt, geht der Blick natürlich weiter auf die gesamte musikalische Gestaltung, Interpretation bis natürlich hin zum Auftritt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Werk des Musikers Johann Matthias Sperger geschenkt. Ein Stück von ihm muss jeder Teilnehmer drauf haben. Oskars Bokanovs aus Lettland hat jetzt 15 Minuten lang sein Bestes gegeben. Der Musikstudent will später mal in einem richtig großen Orchester spielen. Ja, am wichtigsten wie bei allen Wettbewerben, sie sind sehr gut zur Vorbereitung. Zur Vorbereitung auf die Zukunft. Mit etwas Glück könnte der 25-Jährige zu den 3 Finalisten gehören, die am Sonntag im Schloss Ludwigslust um den ersten Preis spielen. Ein Kontrabass im Wert von 18.000 Euro.